Durdhanurasana, der schwierige Bogen. Verschiedene Asanas können als schwieriger Bogen bezeichnet werden. Dharma Mitra in seinem Buch 608 Yoga Postures Asanas nennt den vollen Bogen mit überkreuzten Beinen und Armen als Durdhanurasana. Du beginnst mit dem vollen Bogen, Purana Dhanurasana, und dann kreuzt du die Arme, sodass zum Beispiel die rechte Hand an den linken Fuß geht und die linke Hand dann an den rechten Fuß geht. Muss man zum Teil etwas suchen, wo der Fuß gerade ist, und du kannst es von oben im Umgriff machen oder du kannst es von hinten machen und dann den Fuß fassen. Also verschiedene Variationen, im Grunde heißt Dur einfach schwierig, und für dich kann jede beliebige Bogen schwierig sein, der eben für dich schwierig ist. Aber der überkreuzte volle Bogen ist eine Möglichkeit für Durdhanurasana. Stärkt natürlich oder eine sehr starke Dehnung in Oberarmen und Schultern vor allem. Brust wird sehr stark, weit. Natürlich auch wie alle volle Bogenvariationen sehr gut für die Dehnung von Oberschenkel, Psoasmuskeln und Hüftgelenke. Ja, wenn du mehr wissen willst über dieses und andere Variationen von Dhanurasana, dann gehe auf wiki.yoga-vidya.de. Fortgeschrittene Asanas kannst du auch lernen in den Asana-Intensivseminaren bei www.yoga-vidya.de. Und vielleicht triffst du dort auch mal Vivian als Yogalehrerin.